Jasper und sein Knecht. Es ist diesmal kein Roman, es ist ein Tagebuch, was eigentlich im Jahre 2015 hauptsächlich spielt. Und es wurde schon gesagt, Jasper ist ein Hund, der Knecht ist ein Ich-Erzähler namens Rehrwand Bakker. In diesem Buch wird der Alltag geschildert, dieser zwei Hauptprotagonisten, die gehen spazieren, Rehrwand Bakker wartet auf schnelles Internet, Flora, Fauna wird beschrieben, die ganzen Leute rundum, die Nachbarn und so weiter. Dann gibt es Momente, sehr reflexive Momente, wo über Dinge nachgedacht wird, die eng mit dieser Figur Rehrwand Bakker verbunden sind. Das sind Themen wie Depression, Themen wie Homosexualität, aber auch das Schreiben. Und dann gibt es auch noch, bitte sehr. Homosexualität ist kein Thema. Warum ist aber das mach kein bitte Thema? Weiter. Das ist kein Thema. Okay, das wäre zum Beispiel eine Frage. Ich problematisiere das nicht und deswegen ist es kein Thema. Was in dieser Ausgabe von dem 7. Januar besonders auffällt, sind die Fotos. Solche Fotos habe ich im Prümer Wochenspiegel nie zuvor gesehen. Bisher gab es ausschließlich Bilder von aufgereihten Menschen. Versammlungen zu Ehren von diesem oder jenem. Reichlich langweilig und austauschbar. Jetzt sehe ich ein Foto von einem von der Straße abgekommenen Streuwagen, ein Foto von der Feuerwehr in Aktion, ein Foto von einem Geigenbauer, Unterschrift: Musik hängt in der Luft, unvollendete Violinen und Bratschen hängen an der Decke wie schwebende Noten, die nur darauf warten, Flügel zu bekommen. Und noch ein Foto von der Feuerwehr in Aktion, diesmal bei der Rettung von der 25 Kühe in Niederweiler. Frischer Wind. Vielleicht hatte die Redaktion Beschwerden wegen der austauschbaren Gruppenfotos erhalten. Oder die Redaktion hat von sich aus bei der ersten Sitzung im neuen Jahr dieses drastische Kursänderung beschlossen. Trotzdem ist und bleibt es ein verschlafenes Blättchen. Keine Weltnachrichten, Todesfälle und Geburten, ein Preis für einen Eifeler, die Eröffnung eines neuen Ladens, die Erhöhung des Briefportos von 60 auf 62 Cent zum 1. Januar, eine Sitzung der Ortsgruppe des Bauernverbands. Das ist die Eifel, eine kleine, behütete, übersichtliche Welt. Täler und Hügel, Nadel und Laubwald, Pferde, Schafe, Oldtimer-Traktoren, ordentliche Vorgärten, eine warme Hauptmahlzeit zu Mittag und schlafen gehen um 10. In meinem nagelneuen Briefkasten heute Vormittag zwei Briefe. Einer von meiner Mutter, die über die vergangene Woche plaudert und nach meinem Magen-Darm-Infekt fragt. Und einer von Thorsten Krug mit einem Vertrag. Dieses Wort gebrauche ich manchmal sogar, wenn ich Niederländisch spreche. Ich merke, dass ich allmählich Deutsch zu denken beginne. Für eine Lesung am 27. Februar in Wuppertal. Post mit Briefmarken. In meinem eigenen Briefkasten, in meinem geschützten kleinen Tal in der Eifel, in der nichts passiert. Naja, nichts. Als ob die Rettung von 25 Kühen nichts wäre. Und dann habe ich später natürlich, so geht das, ein E-Mail geschickt bekommen von den Leuten von der Prümer Wochenspiegel. Oh, oh, oh. Aber die waren nicht richtig böse, die haben gedacht, ah, vielleicht, das, ja, wir machen mal neue Fotos, wir machen das mal anders. Es ist natürlich auch ein bisschen so ein eingeschlafenes Blättchen. Du hast vorhin auch über die Depression geredet. Ist das eigentlich so, dass das Gefühl bekommt man bei der Lektüre auch,
dass tatsächlich diese Niederschrift des Buches auch wie so eine Art Findung war, weil du ja dann eben auch, wie du vorhin auch schon erwähntest, zum Beispiel in Oben ist es still, findest, dass das ein einziger Roman der Selbsterforschung ist. Ja? Ist das tatsächlich während dieser Zeit passiert? Und ich meine, sowas wie eine Depression, das merkt man doch permanent. Nee, das ist das. Ja, das Problem ist natürlich Punkt 1, dass es für 1000 Leute mit Depression 1000 verschiedene Arten von Depressionen gibt. Also das ist schon schwierig und deswegen ist es auch sehr schwierig, um etwas Richtiges dagegen zu tun. Und das Buch, nee, eigentlich ist diese, ich bin erst in 2012, da war ich schon 50, ist bei mir diese Diagnose gestellt. Also das habe ich eben auch gesagt und das steht auch so ab und zu und hier und da in das Buch, dass ich mein ganze und dann wirklich mein ganzes Leben so ein leiser Kampf gegen etwas, was ich nicht verstand, hat es gegeben. Also für mich war diese Diagnose wunderbar. Wunderbar. Weil ja, auf einem versteht man. Man versteht, was eigentlich so in die ganze 50 Jahre von meinem Leben hier passiert ist. Und was ich, und das war das Schöne an das Buch zu schreiben, was ich in das Buch also versucht habe, ist von, sagen wir, 2012 oder jetzt aus, alle die Sachen, die damit zu tun hätten, als ich 45 war und 30 und 10 oder 7, alles zurückdenken. Soll ich jetzt noch ein bisschen, ich habe noch eine etwas kürzere Kolumne über Karneval. Ich bin aus Nordholland, hey, richtig Nordholland. Also wir kennen das nicht. Und dann hat man hier auf einem Karneval. Dauert immer ein bisschen, hey, hier. Pinguine. Weiberdonnerstag. Verkleidete Frauen kommen mit ihren Kindern an meine Tür. Die Kinder singen Lieder. Einige, zu meiner Überraschung, deutsche Fassungen unserer sind Martinslieder und verlangen Süßigkeiten. Den Frauen muss man einen Schnaps anbieten. Meine Besucherinnen, 4, lehnten dankend ab, da ich nicht der Erste war, bei dem sie anklopften. Am Morgen hatten bei Edeka in Schönecken 5 fröhlich verkleidete Frauen an einem Tisch gestanden, auf dem sich schon ziemlich viele leere Gläser angesammelt hatten. Eine fragte, ob ich ein Gläschen Sekt wolle. Nein, danke, sagte ich mürrisch. Ich hab's nicht so mit Karneval. Ich glaube, sie war schon ein bisschen betrunken. Ja, nein, erwiderte sie, nur, dass sie später nicht sagen, die Weiber beim Edeka hätten ihnen gar nichts zu trinken angeboten. Man zieht den Karneval hier unendlich in die Länge. Oder besser gesagt, man fängt sehr früh damit an. Denn am Aschermittwoch muss doch wirklich alles vorbei sein, glaube ich zumindest. Ob ich denn aus Holland gar keinen Karneval kennen würde, fragte eine der 4 Frauen, die an meine Tür kamen. Nein, antwortete ich energisch, ich komme aus dem Norden von Nordholland. Wir sind nicht katholisch. Ich habe Karneval nie verstanden und will ihn auch nicht verstehen. Er ist völlig überholt. Er macht mir Angst wie eine Sekte, die nach der Weltherrschaft greift. Außerdem ist Karneval heute nur noch ein Vorwand fürs Saufen, Saufen, Saufen. Die Kinder, alle 4 Mädchen, starrten mich mit großen Augen an. Aber sie bespuckten mich nicht. In ihren Taschen hatten sie dicke Mars und Snickers, alle von dem netten Herr aus Holland.